Holger, hast du den weißen Trailer? Ja, fährst du gerade auf die Empty Lane anstatt auf der Loaded Lane? Nee, ich bin gerade am Ausgang. Mhm. Das ist doch Empty, oder? Empty heißt. Was ist das? Das eine ist die leere Line, wo du drauf fahren kannst, ohne, wenn du nichts geladen hast. Und auf die Loaded Line musst du fahren, wenn du geladen hast. Ach, das ist mal so eine andere Frage. Du nicht so auf den Pult hochfahren musst. Ja. Gut. Also ich habe jetzt auch Kekses hier. Okay, nach der Tour gucken mein Bruder und ich erstmal noch eine Grafik ein bisschen was wegen FPS. Wir haben teilweise nur 10 FPS und weniger. Okay, verstehe ich. Das kann natürlich an dem Host liegen. Ah. Was hat er gesagt? Hey, ihm ruckelt's wie bei dir beim letzten Mal. Ah ja. 10 FPS und weniger. Also bis jetzt muss ich sagen, läuft's schlüssig. Warum bremst du denn? Oh, Rolle, du hostest, ne? Ich hoste, ja. Ah. Oh, da ist ein Verkehrshindernis vor mir. Was? Da ist ein Verkehrshindernis vor mir. Das blockiert hier die ganze Autobahn. Ich sehe nichts, vor mir ist alles frei. Ja, da steht jetzt so ein Name da vorüber, Sakuranz. Ich sehe nichts, bei mir ist vor mir ist alles frei. Ja, die Aussage ist doch schön. Es ist halt, umso mehr Leute auf dem Server sind und dann ist der Server halt auch noch andersweitig in Verwendung, ist dann halt natürlich schwierig. Also durch die PC-Power, die halt durch den Stream noch. Oh, bei mir ist Bettvor wieder auch angegangen. Oh, ich muss Gas geben. Also zumindest sehe ich unten in der Taskleiste das Bettvor. Also, wir müssen ein bisschen Gas geben. Die Bettvor hat schon die Tour als rot gemeldet. Also es wird sehr eng. Na dann gib Gas. Mach ich ja gerade. Ich häng dir gerade am Arsch. Dann schieb mal ein bisschen mit. 370 PS sind nicht viel. Das sind noch 108 Meilen. Aber der hat doch bloß rot gemeldet, wenn du so weiterfährst in dem Tempo. Ja, das ist eng wird, ja. Toll, jetzt brauche ich was zum Schlafen. Das musst du vor den Touren machen. Nee, ich gehe schlafen, wenn er sagt, er will schlafen gehen. Nee, das mache ich nicht. Ich gebe die Tour ab, such mir einen Stellplatz, penne eine Runde vor und such mir die Decks. Du meinst, du nimmst einen Kaffee? Nee, also wenn du alleine fährst, ist es pennen. Ja. Hier ist es Kaffee trinken. Leute. Kaffee. Hol dir doch einen noch. Du kannst jetzt bei WOT, glaube ich, auch ein neues Gimmick abholen für dein Auto. Mhm. Ja. Was denn? Das Lenkrad, was sie gerade anbieten. Genau, was soll viel klitzekleiner für den Spiegel. Okay. Also ziehen wir jetzt mal die Tour zügig durch und gucken dann, dass wir gemeinsam rausfinden. Alter, scher dich in die Werkstatt mit deinem LKW. Ja, Holger? Ja. Nee, der mich gerade überholt hat. Ah, ja. Der hat den LKW so mehrmals vor mir in den Erdboden gedrückt. Wie schnell fahrt ihr da vorne? 58. So, du kannst aber da vorne auch mal bitte den Trailer wieder richtig runtersetzen. Dankeschön. Sieht so putzig aus, wenn die LKWs mit den Anhängern so Bäuerchen machen.
Das ist richtig. Bin immer noch müde, ey. Und nichts gefunden zum Schlafen. Also Mist. Nicht aufgepasst. Gerade auf die Karte geguckt. Rums, Unfall. Ja, ich wollte gerade gucken, Schlafplatz, aber da sind wir gerade dran vorbeigefahren. Hätte ich auch runterfahren müssen, kurz. Keks ist hinter mir, Lukas ein ganzes Stück. Weiß ja auch, wie Lukas halt ein bisschen ruckelt. Ups. Hat mich gerade überholt. Ich fahre hier kurz zum bisschen runter. Ich muss jetzt hier runter rechts. Ja, du hast ja irgendwann einen Auftrag. Wir gucken danach nach gemeinsamen Aufträgen. Jo. Jetzt hier nicht mal was zum Schlafen. Oh. Finden Sie eine Parkmöglichkeit? Ich stehe an einer. Komme ich hier nur nicht mehr raus, ne? Was ist denn das mit diesem scheiß Mini-Trailer hinten dran? Jetzt verdreht sich und schon kannst du nicht mehr rückwärts fahren. Ach, dieser Zusatz, kleine Zusatzausleger. Ja. Ich komme aber hier nicht mehr raus. Wieso hast du so einen kleinen noch hinten dran hängen? Weil der mir den Trailer gegeben hat. Ich hatte doch keine Auswahl. Finden Sie eine Parkmöglichkeit? Ich hab das vorne das kurze und hinten das längere dann dran. So. Ich wollte eigentlich hier nur was zum Parken finden, aber okay, eine Chance, hier eine Parkstelle zu kriegen. Wobei doch, das geht. Hinstellen. Absatteln. Feststellbremse lösen. Parkplatz suchen. Ich schütte das hier noch so schön. Bei mir auch gerade. Sollte auch so sein. Wieso kann ich denn hier auch nicht pennen? Unsere Kunde erwartet die Lieferung sehr bald, ja. Also ist das so? Warum lässt er mich hier nicht pennen?
Weil der dann 10 Stunden schläft, der ist wie Tobek. Der soll einen Kaffee trinken. Ja, aber zitiert nicht, wo ich mich hinstelle. Nirgendwo. Na, es wird da, ist da zufällig so ein Rastsymbol da? Ja, natürlich ist da hier ein Rastsymbol. Aber ich kann nicht pennen. Probieren wir uns nochmal hier. Aber auch hier lässt er mich nicht pennen. Oh, was ist denn das hier? Sind wir massenhaft Parkplätze frei, wer ist da? Oh, die akzeptiert er nicht. Und ständig kommt die Meldung, hier ist eine Parkmöglichkeit. Auf dem Dach. Ich weiß von nix. Unfall. Er wollte schlafen gehen. Auto müde. Er wollte schlafen gehen. Wirklich Auto müde. Wo denn überhaupt? Wenn du rausfährst, dann rechts auf der Gegend vorbei. Okay, da bin ich unschuldig. Ach komm, ich weiß, du parkst gerade rückwärts ein. Ach, vergiss es doch, ey. Kann hier nirgendwo pennen. So will der unbedingt, dass der Trailer dran ist. Dabei. Was so toller Quatsch wäre. Nein, ich möchte nichts in den Chat schreiben. Weil das ja Motor aus, Enter drücken. Also mehr als auf die blauen Felder stellen kann ich doch schon nicht mehr. Was kommt nirgendwo die Meldung? Was ist denn jetzt da oder was? Also ich nicht. Ich suche einen Parkplatz zum Schlafen. Sollen wir schon mal einen Auftrag annehmen? Kannst du einen Auftrag nehmen nach Rock Spring? Ist eine Idee. Keine Prinzipien machen. Was Kleines zwischendurch, bis ich soweit bin. So, ich probiere es jetzt noch ein einziges Mal, hier was zum Parken zu finden. Indem ich mich jetzt hier hinten stelle. Hätte mir jetzt vorstellen können, dass er sagt, er will einen Trailer dazu haben. Oh nö, die Parkbucht geht einfach nicht. Na, ich habe ja hier auch schon einen Fehler gefunden gehabt. Das habe ich erwartet. Na, hat's wieder hinten den kleinen Trailer verdreht. Natürlich hat's den kleinen Trailer verdreht.
Warum hängt man so einen dummen Trailer da dran, wenn er nicht funktioniert? Verstoß gegen die Ruhezeiten. Ach, ist das so? Ich wollte ja, ich durfte nicht. Jetzt habe ich mich hier in der Tankstelle vor festgefahren. Ey. Ich könnte. Das stört aber unsere Ordnungshüter auch bloß nicht. Wenn du denen sagst, ja, ich wollte ja, aber der Parkplatz war voll, ich habe keinen Stellplätze gefunden. Davon rede ich ja gar nicht. Die Parkflächen waren frei, der Computer wollte nicht schlafen. Ach so. Das ist ein Unterschied. Jetzt kommt zerre das Ding da durch. Nimm die Tankstelle notfalls mit. War ich hier schon mal, zumindest bis zu dem Punkt da vorne war ich schon mal gefahren. Putzig. Alter, ich krieg die Krise. Gib gleich die Tour hier auf, ey. So, jetzt. Ist ja gerade scheißegal, dass hier ein paar Autos stehen. Bin gerade genervt. So, endlich am Ziel. Aber wenn ich kein Keks oder sowas hier weiter und breit. Verspätet, danke. 4 Minuten, wegen 4 Minuten darf ich gleich $146 zahlen. Nimmst du auch zur Kaffeekasse? Sie werden müde. Ja, ich weiß. Ich würde einfach mal sagen, es war ein bisschen verpackt, was ihr da gebaut habt, Leute. Was die Schlafmöglichkeit angeht. Jo. Ja. Und das kann es ja nicht sein, wenn die gesamte Tankstellenanlage keine Schlafmöglichkeit bietet. So. Reise. Wo sind wir jetzt? Ach, rings. Holger, bitte nicht rumkommen. Danke. Ich habe auch noch 8 Schmalen vor mir, also daher. Wenn einer schon zu spät ist, dann bin ich noch viel später. So, hier kommt wieder eine Tankstelle, können wir nochmal probieren. Go straight on. Ja, drücken Sie eine Taste für Pause. Sehr schön. Ja, das ist doch.
komm, Tobi, guck mal ganz um die Ecke. Go straight on. Die ist da einfach mal die Vorfahrt erzwungen und schon geht das. Du bist ein böser Mensch. Ach, Quatsch. Die Vorfahrt wollte das doch. Ach so. Sam, sind heute wieder schon wieder so viele Bots unterwegs, dass du so viele Bands? Bist du der Wahnsinn. Hey, bremst mich nicht aus, Junge. Hier ist doch schließlich 70. So, da vorne scheint ein Fähnchen zu sein. Was ist denn los, Jungs? Ihr seid alle so still? Nee, alles schick. So, ich bin jetzt hier im kleinen Vorort, so wie es aussieht. Go straight on. Von Rock Springs. Dann sind noch 35 Meilen. Dann bin ich auch wieder bei euch, Jungs. Schön. Machen wir dann eine ganz kurze Pause, muss mir das so kurz aufschreiben mit den 240, damit ich das nicht vergesse. So, ach, bei Galon hat war ab. Bei Gallon? Ist die Firma oder was? Ja. Also okay. Keks Lukas, konntet ihr das Einstellungsproblem beheben, also dass es ein bisschen besser läuft wieder? Wie gesagt, ich kann mir halt gut vorstellen, dass einfach meine Leistung vom PC dann auch nicht mehr ausreicht. Oh, Holger ist hinter mir. Gerade ich einfliegen sehen. Ja, dachte mal, ich folge mal einen, den ich kenne. Dachte, du wolltest noch einen Auftrag machen. Ach, Scheiß. Ich denke ja mal, dass wir bald den gemeinsamen haben.
Gehe ich davon aus. Geht halt keiner von diesen Volvo-Aufträgen, wenn du das nicht hast, das kann. Ja, Entschuldigung, ich habe nicht alles genommen. Alles gut, nee, musst du nicht. Du bist nicht dazu verpflichtet, nur weil ich alle DSCs mir nach und nach besorge, dass du das auch machst. Und das DLC gibt es ja gleich für alle beide Spiele, ne? Also sind ja dann. Okay. Also gleich mal der doppelte Preis. Und du musst es zweimal kaufen. Ja, leider. Das kleine, das Volvo, das war ja nicht vom Preis her so umwerfend. Ja, das ging. Nee, das meine ich nicht. Ich meine wegen doppelten Preis für. Ach so, ja. Ja, was waren es, glaube ich, 4 Euro, neu, also 5 oder 6 Euro? Nee. Was? Nee. Ich glaube, keine 6 Euro. Vielleicht gab es ja bei dir irgendwelche Rabattaktionen. Nee, gab's nicht. So, verspätet. Ist das so? Wie viel gehört zu dieser Spätung? 3.000, 4.000 kostet's. So, Jungs, ich mache eine ganz kurze Pause. Bin gleich wieder da, ne? Nicht weglaufen. Mhm. Er wirkte die Klapperschlangen, bis ihre Klapper schlaffer klang. Sozusagen. Wir gehen kurz in die sogenannte Drachenpause. Ja, bis gleich.